Willkommen bei Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Hinge für euch. Und schnell mal Hinge geguckt. Wir starten das Game. Schlechtester Witz ever, Alter. War das eine Sprühdose? I'm not your regular uniform guy. There are no closed doors for me. When one closes a door, it means that this person has something to fear or something to hide. Typically, the former fears the latter, and the latter fears that hidden behind their closed door. It's a vicious circle, and in order to break it, one needs only to enter the right door. And that, my dear, is what I do. Irgendwie kommt mir der Schriftzug bekannt vor, von irgendwas, von irgendeiner Serie oder einem Film. Oh nein, und wir sind schon direkt drin. Habt ihr auch so ein bisschen Bioshock-Vibes? Also, jetzt sieht doch original nach Rapture aus hier. So, Taschenlampe, wer? Schau. Haben wir nicht. Ach, hier ist ein... Oh, okay, hier brennt's. So, jeder, der Backdraft gesehen hat, weiß, wenn man sowas sieht, sollte man die Tür nicht öffnen. Aber wir tun's. Ach du Schande. So, lass mich hier jetzt bitte nicht ein gewisses Passwort finden. Okay, wir können so ja springen. Schaffe ich es darüber zu springen? Ich glaube nicht, oder? Oh. Also es sieht schon mal sehr interessant aus, finde ich. Mal schauen, wo es uns hinführt. Okay, alles klar, die Tür ist weg. Warum habe ich denn keine Lampe? So, habe ich ein Menü. Habe ich, aber ich habe nichts. Let's play Hide and Seek. Na bitte. So, was ist das hier? Das ist mein OCB-Rollgerät. Oh, okay, alles klar. So, wir krauchen hier mal durch. Es ist wirklich verdammt duster. Zeit scheint hier keine Rolle mehr zu spielen. So, das ist wahrscheinlich der Albtraum eines jeden Beamten. So Akten über Akten und die Zeit läuft einfach nur rückwärts. Oh Gott. Was ist denn überhaupt hier für eine schöne Wand? Oh, guck mal, $5. Nimm sie. Okay, wir laufen mal weiter. Okay. Körper. Leichens. Ja. Und Puppen. It's hungry. Wer ist hungrig? Ja, original. Das in meinem Kopf gerade. Thomas Simpson Schellenäffchen. So, grab it. Schön, dass du was geht. Finde ich gut. So, die Noten können wir nicht lesen. Boah, was geht denn hier ab, Alter? Das Spiel überfrachtet mich gerade total. Die Eindrücke, die Impressionen sind schon echt heftig. Schon fast ein bisschen zu viel für mich. Aber guck mal, das kenne ich doch. Das ist doch hier. The War. Das Gemälde. Wow. Und ich muss mich tatsächlich wundern, seit wann haben denn die Demos eigentlich Achievements, die freigeschaltet werden? Was war denn nun? Where am I? Oh my God, I can't remember anything. I need to collect my thoughts. Ja, vorher mega krass. Das ist halt so ein Quatsch, Alter. So, grab it. Ah, mein Hut. Natürlich. Aha. So, den würde ich gerne ordentlich aufhängen. So, aber ich kann nirgendwo meinen Hut aufhängen. Das ist nicht gut. Ich muss doch irgendwo meinen Hut aufhängen können. Okay. Ah, ja, alles klar. Und Jackie Beam ist auch am Start.
Okay, also wir scheinen in irgendeiner Zwischenwelt gefangen zu sein oder so. Ich weiß nicht, sind wir tot? Sind wir... Was sind wir? Was will das Spiel uns sagen eigentlich? So, können wir zur Tür raus? Nope. Können wir nicht öffnen. Schauen wir mal hier. Hier können wir öffnen. Ah, das Schlafgemach. Schön die... die Tische, die Stühle stehen zum Wischen oben. Wunderbar. Das ist ein ordentlicher Typ. Also das Fenster, muss ich schon sagen, finde ich schon ziemlich geil. Könnte auch in so einer schönen Zwergenstadt sein. Finde ich gut. Ich glaube, der Chat hatte ein paar Minuten Delay seit dem Lag vorhin. Dann einfach kurz F5 drücken, ihr Lieben. Ja, refresht kurz mal den Stream bei euch irgendwie und dann seid ihr wieder lagfrei. So, aber was sollen wir tun? Soll ich jetzt hier aufräumen oder was? Das kann nicht ja eine Uni sein. So, wir können auf jeden Fall erstmal alles anfassen. Das ist grundsätzlich sehr irritierend irgendwie, weil du halt dann einfach nicht weißt, mit was du eigentlich wirklich interagieren sollst. Also wir haben vorhin gesehen, der Hut hat grün geleuchtet. Jetzt wäre die Option zu sagen, wir schnappen uns den Hut. Und das sollte gleich der Hut sein. Welcome, you piece of shit. Don't forget the hat. Okay, also der Hut ist anscheinend ein What the hell was that? Ein Überbleibsel eines Mordes oder irgend sowas. So nach dem Motto, als wenn da irgendwie so negative Energie dran haftet, was uns etwas über den Mord sagen könnte. I need to get out of this room. Oh, und einfach zugemauert. So, das Gute ist natürlich, wenn es halt grün leuchtet. Das finde ich in Ordnung. Da war ein Indikator. Das sieht ein bisschen nach einem Überfall aus. Aber er wehrt sich. Will you shut up? Hey, Birchlock, he's a cop. Oh, damn. We'll have to end him. No. Let Griffith solve that. Bring this stuff to his room. Okay, also sind wir in der Polizist, den die überfallen haben? Was ist denn das? Also das Spiel ist schon sehr... Was denn? Was denn, Alter? Aber ich weiß ja nicht, was hier passiert. Das knallt und scheppert hier an jeder Ecke irgendwie. Und die Grafik gar nichts. Ein Einkaufszettel vielleicht? The wells on 65th and 70th are still empty. Order Mr. Hughes and discharge more people from Mr. Cummings. Okay. Leute, ihr seht mich komplett überfrachtet mit diesem Spiel irgendwie. Also es ist bestimmt richtig, richtig cool, aber es ist zurzeit ist einfach ganz schön, echt too much gerade für mich hier. Aber mal schauen, wo es uns hinführt. So, hier haben wir nochmal so ein Böppens. The King is yellow. In yellow. Ach, guck mal. Der König in gelb. Schön. 257, kennen wir ja, wa? Kennen wir. Mars. Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich eine Art Karte. Die wir nicht haben. So, das ist schön, dass uns hier diese Sphäre hier hinleitet, aber wir können weder mit der Sphäre interagieren noch mit dem Poster. Das ist so ein bisschen fragwürdig. Okay, dann gehen wir einfach mal in die nächste Tür. Ach, Europalette. Klar, erstmal so ein paar Steinquader hier gesammelt. Und das meine ich halt so, damit überfrachte ich mich dieses Spiel sehr irgendwie, ne? Weil man halt einfach keinen Plan hat tatsächlich,
So, soll ich den Hammer so benutzen? Weil man tatsächlich nicht wirklich weiß, mit was das Spiel uns jetzt hier beglücken möchte. So, was haben wir da? Matthew Allen. Fall Nummer 3. Okay, die Fallakte, wir können sie aber auch nicht öffnen. Notes of Madman. Pick up. Was hat er denn? Also, wir können sie nicht aufnehmen. So, hier haben wir wieder eine Sphäre. Heißt das, wir müssen etwas eventuell in dem Raum machen? Also so nach dem Motto, das ist halt so diese äußere Schale, ist der Progress in diesem Raum? Und wenn wir jetzt, sag mal, den Eimer hier oben nehmen, also das ist hanebüchend jetzt, aber kann es sein? Also wir gucken uns nochmal ganz kurz die Tür an. Ah, hier haben wir einen Plan. Haben die versucht, sich hier irgendwo durchzubuddeln? Das könnte natürlich diese ganzen Steinquader erklären. Wir können natürlich auch nicht mit dem Plan hier interagieren. So, hier haben wir noch was geschrieben auf den Scheiß aus. So. Ah, 2D-Karte von Superintendent Hughes. I would like to inform you that object number 113A, Nummer 105B, Nummer 99D are working consistently. Adjacent rooms are stabilized. Object 56B is unstable and constituted, entschuldige bitte, a life-threatening environment. Additional materials are required to strengthen the structure. Mhm. Okay. What the hell is going on here? Könnte jetzt auch so ein bisschen wie bei Fringed sein. Hm? So quasi eine Dimension kommt in die andere irgendwie. Okay, was? Wir sollten rausgehen. Aber wir kommen auch nicht auf eine andere Etage leider, ne? Was? Achso, war bloß die Tür, die zugegangen ist, ne? So, weil die Sphäre ist noch komplett ohne Schale, nenne ich es mal. Oder ohne zweite Schale. So, ich habe doch hier gerade Geräusche gehört. Metal Headlines. Warum sagt er mir denn, ich kann die Tür öffnen und dann kann ich die Tür nicht öffnen? Ebenfalls nicht. Alter. Das ist meine Aussicht. Das ist meine Aussicht, Freunde. Krass. Würde ich nehmen. Ist zwar ein bisschen weit zu den Mülltonnen, aber das ist egal. So, okay. So, aus dem Raum sind wir ja gekommen. Oh, Alter, guck dich das da mal an. Und hier auch so eine Sphäre hier vorne, ne? Krass. Also irgendwas sagt mir so ganz leicht, wir sind vielleicht nicht auf der Erde. Ich laufe jetzt mal nochmal zu der Stimme. Allow me make a daguerreotype of you and become the conduit of your will. Oh, Jägermeister. Breaches unusual appear in the corners where the three surfaces intersect. There are breaches of two types, regular and black. Regular ones can be closed by a hit of a tuning fork. Black ones can be closed only with music.
Okay, also es gibt hier zwei Arten von Durchbrüchen. Einen kann man quasi mit Musik schließen und den anderen kann man mit einer Gabel. Also mit einer Stimmgabel. Keine Gabel, eine Stimmgabel. So, wir haben aber auch keine Stimmgabel. Pack doch mal weg, bitte. Dankeschön. So, dann sind jetzt wahrscheinlich... Brauche ich hierfür eine Stimmgabel? Würde ich gerne sagen. Oder für dich hier unten. Stimmgabel. Wo finden wir eine Stimmgabel? So. Okay, Kratzer auf dem Boden. Also, ich würde es lesen wollen, wenn es für dich okay ist. Also, Mr. Hughes, you need to prepare the stabilization materials from each room as soon as possible. If the structural integrity of the construction is compromised after the closure, make sure enough people are sent to the foundation in order to stabilize the premises. For the patterns that require a sequential node activation, send one of them novies? I don't know. And prepare to set squares need to connect some of the more complex patterns. Okay, also die sind sich halt im Klaren, dass hier alles irgendwie kaputt geht irgendwie und die versuchen irgendwie... Oh, mein Kissen. Oh, mein Kissen. Und die versuchen natürlich irgendwie diese Risse zu flicken mit irgendwas. Und die Stabilität der Struktur hier intakt zu halten, bevor alles zusammenbricht. Aber was zur Hölle, Alter? Ja, hier ist halt natürlich auch geil, dass das ganze Zimmer steht auf dem Kopf. Also wir laufen an der Decke lang. Großartig. Aha, okay, okay, cool. Huh. Like a reflection in the mirror. Oh, so, da möchtest du... Was ist denn das da oben? Das ist aber schön. Okay. Send no faces. Okay. Send no vices. Also, ja, ich bin sprachlos. Also, ich kann das jetzt tatsächlich bloß auf mich wirken lassen, weil das einfach so dermaßen abgedreht ist. Aha. Schneide zwei Schalotten klein. Scharf anbraten. Okay. Gut. Wie immer weiter. Okay, jetzt haben wir hier so ein galaktisches Spiegelkabinett. Jawohl, Alter. Oh, okay, okay, wir werden angegriffen. Ha! Indiana Jones? Okay. Was ist denn das für ein Spiel? Mann! Was ist denn das für ein Spiel? Oh, warte mal, hier leuchtet irgendwann grün? Nee. Nein! First Death. Okay, wir wurden getötet von etwas. Keine Ahnung, was das ist. Was, Alter? Was?
What? So, okay. Ich versuche mal nochmal den Weg zu gehen. Also, letztendlich, der Weg war ja nicht richtig, ne? Wir sind ja gestorben. Aber. Hätten wir jetzt woanders lang gelaufen müssen? Okay, zweimal das gleiche Zeichen. Kennt jemand dieses Zeichen? Sind das tatsächlich irgendwie. Also. Zodiacs oder so sind es ja nicht. Aber. Kennt jemand diese Zeichen? Na, der Zeichner ist blöder Arsch. Ich geh mal hier lang. So, denn nicht lange fackeln, ich lauf gleich weiter. War der gerade ein Auge? Oh. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt geh mal hier lang. Eine Stimmgabel. Wir haben die Stimmgabel. You found a tuning fork with the help of seemingly useful things. You can unravel the mysteries of this place. Use your main action to interact with the transparent spheres. Just hit the sphere with the tuning fork and see what happens next. Use a bonus action to trigger a sound wave that will help you find hidden connections between elements and some occult puzzles. Ja, da habe ich gar richtig Lust noch drauf, auf okkulte Puzzle. Hit the tuning fork on any surfaces. If there's a hostile entity nearby, the tool's work will begin to glow. Such a curious thing. Aha. Ach, jetzt noch runter. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Mario, hey, grüß dich. Kommst du ja genau richtig hier. Wir spielen hier gerade eine Demo und die ist... Oh. Wir haben einen grünen Zettel gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das geht. Ich laufe hier um die Fallschild. It is nonsense. How can I turn a building into sound? Are you mad? Ayoyo! You're just a bunch of psychos, you... It is getting tiresome, Mr. Hoffman. Until now, we were treating you graciously and humored every one of your fancies. Graciously? Here, you call this graciously? You are most ungrateful, Mr. Hoffman. Were we not kind to you? Did we not allow you to see your family? Have we not done everything for your gift to come to fruition? No musical academy in the whole world would give you such an opportunity. And you fail us so. Perhaps we should turn to more radical. Ist natürlich cool, wenn du halt ein Spiel aufbaust, was halt auf Musik basiert. Oder auf musikalischen Schwingungen. But tell me. Aber ist trotzdem ganz schön krank. Also. Anna, Max, little Ingrid. Don't hurt them. Please. Don't make me have to choose for you, Miss. Also der Cellist ist auf jeden Fall Deutscher. Don't hurt them. Who do you love less? Don't do this. Oh my God, I'll do it. I swear, I'll turn your goddamn building into sound. Just don't hurt them, I beg you. Indeed, Mr. Hoffman. It is not so much we ask of you. Oh well, we'll give you one last chance. Use it wisely, or you'll have to choose next time. Okay, also er hat ihm geholfen, sein Haus in Schwingung und in Sound zu verwandeln. Was für eine abgedrehte Theorie, Alter. So, dann lass uns doch mal gucken, ob wir hier irgendwo so eine Sphäre finden. Ist schon geil. Ist schon geil, muss man sagen. Bumm. So, hier bei der Uhr ist nichts. Können wir eventuell hier, wo es so nach Splittern aussieht?
Nee, wir müssen wahrscheinlich wirklich hier so... Hier, das suche ich. Aha, aha. Wir ploppen irgendwelche Achievements auf. Okay, und jetzt sind wir quasi aus der Spiegelwelt wieder in die normale Welt gekommen. So, denn lass uns doch mal kurz schauen. Hier vorne haben wir eine Sphäre. Die klopfen wir mal an. Gab's immer nicht so mit okkulten Zeichen auf dem Boden? So, das hat uns doch angezeigt, du kannst doch so okkulte Rätsel denn damit quasi finden. Das wird wahrscheinlich so ein okkultes Rätsel sein. Aber man kann es auch nicht irgendwie aktivieren oder irgendwas, ne? Aurus, Dexter, Dentis, Leon, Kostnena, lieber nicht. Wir wissen ja aus Tanz der Teufel, das Rezitieren von irgendwelchen Formeln kann in die Hose gehen. Wir machen es nicht. So, hauen wir mal hier hin. Okay. Gut, dann würde ich noch die letzte Sphäre da hinten aktivieren. Vielleicht müssen wir 3 Stück aktivieren, damit hier irgendwie ein bisschen Progress ins Haus kommt. Aber bis jetzt finde, also ich finde es interessant. Aber ich steig so gar nicht durch irgendwie. Noch nicht mal ansatzweise, was das Spiel mir versucht zu vermitteln. Außer dass das Konzept halt tatsächlich sehr. Oh! Sehr, sehr cool ist. Pigman lives in this part of the building. He's an artist or some photographer. Sometimes he leaves the production of his creativity at this door. Check back often. His works may come in handy. Das ist kein cooler Fond für eine Schrift, Alter. So, kann ich jetzt hier? Warum denn nicht? Warte mal, können wir das hier mal auf den Shortkey bitte legen? Unlos bitte. Was, Leon? So, okay, wir können es immer noch nicht öffnen. Was ist denn das? Ach du Schande. He crawls out of the breaches, angles, and he won't go away until all of the breaches are closed. As they lead to the places of their origin. Keep in mind, then he is the outsiders here, and he can be easily confused. Never turn left. Never even look left when he is near. And he won't catch you in close the... Ja, das macht doch nicht einfach aus. Ich lese hier, Mann. Okay, wir dürfen also nicht nach rechts laufen. Wir dürfen uns nicht nach rechts drehen und nicht nach rechts schauen. And close the damn breaches. Warum ist denn... Okay, warte mal, da vorne leuchtet es grün. Grün heißt, hier geht's weiter. Dann gehen wir mal nach da. Wo ist meine Stimmgabel? Oh, je. Ach schön, hier wird rückwärts gesprochen. Twin Peaks, Alter. Sir, sir, I'm sorry. Sir, how can I help you? Huh? Oh, sorry. I was looking for a restroom and got lost. Such a maze you have here. Unfortunately, this floor is restricted to the authorized personnel only. I have to ask you to return to the lobby. A receptionist will help you out. Thank you, miss. You're most kind, but I'm afraid I... Problem? No, it's all right. Mr... How can I address you, sir? Cooper. Mr. Cooper was looking for a restroom and got lost. Whoa, but Twin Peaks sent, no? Your documents and invitation, please, sir. Yeah. Yeah, sure. Pigman war ja auch schon gerade ein schöner Verweis. Königin Gelb. Imagine an invitation check to get to the lavatory. Your documents and invitation, please, sir. Or we call the cops. Okay, okay. Here, that's your ticket. Won the lottery, sir. Yeah, stroke of luck. What the hell, Brooks? You've
an intruder. Find Griffith ASAP. Which one's vacant at the moment? The 14, I think. You're dead, motherfuckers. Steven, come here. We got a problem. Hier ist er. Ja, Blackwar schreibt gerade also nach rechts irgendwie, weil es heißt ja, okay, wenn du halt das Vieh siehst, darfst du halt weder nach links schauen oder dich nach links drehen. Wir können zwar jetzt so laufen, aber tatsächlich dadurch, dass hier von der Seite aus rückwärts gesprochen irgendwas kommt, ach komm, wir probieren es einfach mal. Wir wissen ja, dass es in der Falle ist. I know what you're feeling now. I understand. All of us feel for you. Trust. Kann ich mich bewegen? Ich kann mich bewegen, Achna. And for Isabel. And for you. But I cannot turn a blind eye to your drunken escapades anymore. So, I'll have your badge, please. Are you firing me? I okay. Don't have choice, Tom. Jetzt wird die Marke abgenommen. And we've collected some more. With the boys. Just try not to waste it all in the nearest bar, okay? What a bastard you are. You bitch, Toms. Ah, choke on it. Tom? Go fuck yourself. Warum packt er denn immer hier meine Stimmgabel weg? Hantik schon bei Twin Peaks immer unheimlich. Irgendwie angefangen haben, mal rückwärts zu quatschen. Finde ich einfach richtig unheimlich. Und das sind richtig viele Türen. So, hier haben wir einen Plan. Venus und Mars. Aha. So, Jana, dann müsst ihr... There are two wings, Mars and Venus. Look zooms can be entered from the hall. Aha. So, warte mal, wir werfen hier kurz nochmal einen Blick aus dem Fenster. Ach ja, schade, der schöne Nebula ist weg. Lux 4. Okay, wir sind jetzt also im Venusflügel. So schöne Nussholztheke hier, wunderbar. Wurzelholz, meine ich. Electric Room Key Mars. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Wir haben eine Schlüsselkarte gefunden für die Mars-Ebene. Und der hat ja einfach so einfach zugemauert. Also sieht schon wirklich echt alles ziemlich geil nach Bioshock hier aus. So. Wir sind ja mal Lux 1. Aber er hat doch gerade gesagt, Lux 1. Aber wir sind wahrscheinlich immer noch in Venus. Ja? Wir sind noch in Venus wahrscheinlich drin. Dann schauen wir mal, ob wir eventuell in Mars ebenfalls Lux 1 finden. Lux 2. Oh, scheiße. Okay, nicht cool. Wo ist meine Stimmkabel? Nope. Okay, hier geht erstmal nichts. Boah, ey, ich soll jetzt hier an jeder... Aha, okay, alles klar. Hello, Sir. Was denn? Testing the first fragment of Hoffman's Melody. Time 22 Stunden 35 Minuten. Objekt Raum 100. Was? Mann, wo ist denn? Macht doch ihr Stimmgabel! Ihr muss weg. Nach! Na sag mal. So, ich hoffe, ich kann jetzt vorne einfach durchlaufen. Das wäre sehr schön. Okay, alles klar. Können wir, das ist gut. Oh, und wir können jetzt hier vorne rennen. Das ist natürlich cool. Da will ich mal kurz reinschauen.
Oh, na, der feuchte Traum eines jeden EDV-Menschen hier, Alter. Was ist denn das? Was? Nee. Was ist denn das? Korrigiere. Was ist denn nicht EDV? Ja. Ja. We guarantee safety at work. Oh well. Wieder einen Arbeitsunfall gehabt, oder was? Was ist denn das da? Mann, Leute, was? Wenn ihr mir was zu lesen gebt, irgendwie, dann lasst mich auch lesen können. Falling, okay, er ist irgendwo runtergestürzt. Mr. Schäfer. Together with a partner collected. Ja, bla, okay. Gut. Geh mal weiter. So, Lux 1, Lux 2 waren wir gerade drin. Nee, wir waren gerade in Lux 2, oder? Der Schlüssel ist weg. Oh no. Aber wir waren doch gerade hier drin. Oder? Ja, doch, waren wir. Okay, jetzt ist wieder. Sind wir wieder auf Venus? So, dann laufen wir kurz hier mal durch den Mittelgang. Vielleicht können wir hier irgendwelche Türen öffnen. Ach, die Fahrstühle, die sind Fahrstühle. Abgedreht, so abgedreht. Jetzt muss ich mal kurz fragen, sag mal, ach so, alles klar, hier die komplette Ecke hier drüben ist Venus. Ich dachte tatsächlich, die Hemisphäre hier drüben ist Venus und hier ist Mars oder umgedreht. Aber es ist tatsächlich so aufgesplittet, ich verstehe. Ja, gut, ändert sich jetzt aber trotzdem nicht daran, dass wir jetzt keinen Schlüssel mehr haben irgendwie und die Tür, durch die wir gekommen sind, zu ist. So, wir können jetzt hier vorne rein, in den Arbeitsunfallraum. Können jetzt wieder sinnlos irgendein Werkzeug angrabbeln, was keiner so liegen lassen sollte. Ja. Ich würde mal sagen, nichts passiert. Na, willst du? Okay, er lässt die Tür nicht... Jetzt hat er den Hebel aber fest in der Hand. So, nochmal bitte. So, mal schauen, ob jetzt was passiert ist. Ist immer noch zu. Kurz mal einen Blick hinter den Tresen werfen, vielleicht. Oh nee, nicht noch hier 20. Nein. Ach. Okay, hier vorne ist ein Schlüssel, wunderbar. Hier haben wir den Mars-Schlüssel. She's sure to burn the wiring next time. The idiot, please check the power box. Aha, alles klar. So, und gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwie mit reinkommen. Nope. Gerade grün leuchtet hier drüben, oder? Spinnig? Die schaut doch gerade grün geleuchtet. So, hier sind keine Türen, da drüben sind keine Türen. Okay. Für wo ist jetzt der Mars-Schlüssel? Siehst du? Zack, grün. Rot. Genauso war es jetzt hier, ne? Und jetzt... Zack, gleich wird's grün. Und schon ist grün. Strange. Interessant. Du hast einen Schlüssel und du hast keine Tür. Keine Tür, die dazu passen könnte. Wir können hier hinten nochmal ganz kurz hinter dem Venus-Tresen schauen. Ob wir da eventuell einen Schlüssel für irgendeine Venus-Tür finden. Okay, Rennen ist gerade nicht mehr.
durchsucht? Na, auch nichts. I sitting on the world. Achso, stopp. I set the world on fire. So, kleiner Spaß, kleiner Spaß. So. Anschauen. So, hier gibt's doch gar keine Türen, Alter. Was ist das? Mann, ey, das Spiel gibt mir so ein Gefühl, blöd zu sein. So, kann natürlich nicht passen bei Venus. Aber was ist denn das für ein Quatsch? Warte mal, ich könnte ja mal hier vorne schauen. Wenn ich jetzt hier rausgehe, sind ja, haben wir ja eine Tür, die schon grün geöffnet ist. Und jetzt kann ich hier, ich wollte gerade sagen. So, was mit dir hier? Nüchter. Warum? Alter, das ist aber die völlig falsche Schwingung, wenn sich das komplette Haus gerade in so eine Krampfader verwandelt, Alter. Ja, ob das jetzt so gut ist, ich weiß es nicht. Also, wir lassen es mal so. Okay, hier leuchtet jetzt blau. Was macht das? Es leuchtet. Aha. Okay. Interessant. Läuft immer Blue Knees, ja? Ah, schön. Die Horror... Oh, ein Schlüssel. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel für Venus gefunden. Na, okay, das doch, lässt doch hoffen. Was ist denn jetzt für eine Scheiße? Da drüben ist keine Tür. Und hier ist zugemauert. Was ist denn das für eine Kacke? Ja, gut. Also bevor ich jetzt hier nochmal dreimal im Kreis laufe, würde ich jetzt einfach mal sagen, für eine Demo, ich habe reingeschaut irgendwie. Ich finde es spannend irgendwie. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wir haben jetzt ein paar Schlüssel, wir haben hier ein paar Türen irgendwie. Weder die Türen öffnen sich damit, noch sonst irgendetwas. Von daher denke ich mal, das Spiel hat sich eventuell festgeschrannt. Sag mal, genau, das wollte ich nochmal gucken, ob das jetzt eventuell auch funktioniert, wenn es halt fleischig ist, aber auch das geht nicht. Und danach würde ich jetzt einfach tatsächlich mal aus der Demo rausgehen. Okay, alles klar, das war's schon. Gut, also nichtsdestotrotz hat uns die Demo von Hinge natürlich ein bisschen Einblick gewährt. Wenn ihr das Fullgame sehen wollt, hier auf dem Kanal, schreibt es uns mal unten und dann müssen wir auf jeden Fall eine Menge Nüsse fressen irgendwie, damit wir das hier hirnschmalzmäßig hinkriegen, das Game, weil das ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Ich würde die Challenge annehmen, aber auch nur, wenn ihr es wollt. Okay, denn bis zum nächsten Projekt. Bis dann, ciao.